Florian freut sich. Seinen 10. Geburtstag kann er wieder in seinem alten Zuhause feiern. Und sogar in einem ganz neuen Kinderzimmer. Ich bin froh, hier wieder ein neues Zimmer zu haben, dass ich meinen Rückzugsort habe. Ich mich auch mal ein bisschen hinsetzen kann. Und dann habe ich auch hier wieder Spielsachen, womit ich was spielen kann und wieder was lesen kann. Vor ein paar Monaten sah es hier noch ganz anders aus. Das Hochwasser hatte alles verwüstet. Ich hatte Bücher, die standen unter Wasser. Ich hatte, wie gesagt, die ganzen Schränke, das Bett, alles eigentlich. Ein paar Spielzeuge konnte man noch waschen. Also was aus Kunststoff ist, konnte man noch waschen, aber alles andere war eigentlich weg. 9 Monate musste Florian mit seinen Eltern in einer kleinen Übergangswohnung in Raren bleiben. In der Zeit haben seine Eltern und viele Helfer das Haus im Eubner-Ortsteil Hütte instand gesetzt. Das ganze Erdgeschoss hatte komplett unter Wasser gestanden. Viele Freunde haben gefragt, wollt ihr wirklich wieder zurück? Aber das war für uns von vornherein klar, dass wir wieder zurückkommen. Das ist unser Zuhause hier. Wir fühlen uns so wohl, wir wollen wieder zurück. Das ist einfach Heimat. Wir werden morgens wach und sind wieder im alten Gefühl drin, dass alles wieder so ist wie vorher, dass man versucht, alles wieder zu vergessen. Also es ist doch sehr, sehr schön. Es sieht fast wieder so aus wie vor der Katastrophe. Claudia und ihr Mann Günther waren sich schnell einig, die Zimmer so einzurichten wie vorher. Auch damit sie so schnell wie möglich wieder einziehen konnten. Wir haben eigentlich jeden Tag gearbeitet. Wir hatten keine Hobbys, wir hatten keine Freizeit, wir hatten kein Wochenende. Wir kamen von der Arbeit zurück und haben dann abends sofort losgelegt bis 10, 11 Uhr und das eben 9 Monate lang. Und das ist eben auch der Vorteil, weshalb wir nach 9 Monaten wieder drin sind. Natürlich auch die Handwerkerkoordination. Dicken Dank an die über 100 Leute, die bei uns im Haus geholfen haben. Von Handwerkerfreunde, Familie, Arbeitskolleginnen allemal, die geholfen haben. Das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass wir eben nach schon 9 Monaten wieder rein konnten. Denn sonst hätte sich wahrscheinlich noch mal länger gezogen. Die Flutkatastrophe hat Familie Dahlen wie viele andere Hochwassergeschädigte an ihre Grenzen gebracht. Die Flut hat uns ein knappes Jahr an Lebensqualität geklaut. Und finanziell würde ich auch mal so sagen, so 8 bis 10 Jahre hat es uns finanziell zurückgeworfen. Denn es bleibt trotzdem immer noch ein recht großes Loch zwischen Versicherungen und effektiv entstandenen Kosten. Besonders, weil jetzt auch 9 Monate zwischen Angebotsphase und effektiver Verwirklichung sind. Hat sich viel getan, wissen alle, alles ist teurer geworden. Dann tauchen natürlich immer noch Sachen auf, die man vorher nicht auf dem Schirm hatte. Da man innerhalb von ein paar Wochen die Akte schließen wollte bei der Versicherung, hat man nicht unbedingt alles berücksichtigt. Und das kommt eben dann noch an Kosten drauf. Ich glaube, die große Anspannung ist jetzt schon mal gefallen, weil man wieder im Haushalt drin ist. Trotzdem bleibt es bis zum Ende spannend, wie man finanziell aus dem Ganzen rauskommt, was alles noch an Überraschungen trotzdem noch auftreten. Also es bleibt schon noch anspannend. Das Gröbste ist zwar geschafft, aber es gibt immer noch sichtbare Schäden, vor allem im Keller. Dort konnte wegen anhaltender Feuchtigkeit noch nicht gearbeitet werden. Es bleibt also noch einiges zu tun. Keller bleibt noch, ein Teil des Gartens bleibt noch, die Fassade muss im Sommer noch gemacht werden. Also wir haben noch die nächsten Wochen und Monate genug zu tun. Also ist jetzt nicht so, dass nach Feierabend die Füße hochgelegt werden. Der Blaumann ist weiterhin nach Feierabend der beste Kumpel. Und geht weiter, bis wir fertig sind. In 2,5 Monaten jährt sich die Hochwasserkatastrophe. Der 14. Juli wird auch bei Familie Dahlen die Ereignisse wieder ins Bewusstsein rücken. Dennoch versuchen sie, gelassen zu bleiben, aber wachsam. Wir haben bis jetzt eigentlich noch nie Wasser bei uns so nah gehabt. Das heißt, so richtig Angst haben wir nicht davor. Trotzdem, jedes Mal, wenn es stark regnet, geht man einfach noch mal schauen, wie hoch ist das Wasser denn jetzt im Fluss? Hat sich irgendwas vom Wasserlauf verändert? Also das bleibt schon immer spannend. Also das beobachtet man auf jeden Fall. Die Hochwasserkatastrophe war für Familie Dahlen wie für viele andere Opfer auch eine Zerreißprobe. Aber sie haben es zusammen gemeistert und dabei das Lachen nicht verlernt. Und Florian ist dabei immer zuversichtlich geblieben. Ich wusste, dass wir wieder reinkommen und dass wir auch in dem Haus bleiben, wo wir halt auch sonst gewohnt haben.